Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Heute beschäftigen wir uns mit Gleitkommazahlen. Gleitkommazahlen haben Sie im Rahmen der Grundlagen der Informatikvorlesung bereits kennengelernt. Sie werden in C nach dem IEEE-Format kodiert. Es gibt dabei die Formate Float für die einfache Genauigkeit und Double für die doppelte Genauigkeit, also im IEEE-Standard eben entsprechend Single und Double. Float ist eine 32-Bit-Darstellung, während Double mit doppelter Genauigkeit, also doppelt so groß, mit 64-Bit dargestellt wird. Das bedeutet natürlich, dass die Speicherung einer Gleitkommazahl vom Typ Double doppelt so viel Speicher in Anspruch nimmt wie eine Gleitkomma-Variable vom Typ Float. Allerdings, wenn Sie auf der Folie die Stellengenauigkeit betrachten, dann liegen wir bei Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit bei 6 bis 7 Dezimalstellen, während wir bei doppelter Genauigkeit schon bei 15 bis 16 Dezimalstellen liegen. Das liegt an der weit größeren Mantisse, also der Bit-Darstellung der Nachkommastellen bei Double im Vergleich zu Float, also 53 zu 24 Bit, also mehr als das Doppelte. Es gibt tatsächlich in C noch einen dritten Datentyp, der heißt Long Double. Dieser wird allerdings auf den meisten Systemen durch Double substituiert. Das heißt, im Standard ist vorgeschrieben, dass Long Double eben mindestens 64 Bit groß sein muss und damit genauso groß wie eben Double. Jetzt wissen wir, wie Gleitkommazahlen in C kodiert werden. Um eine Gleitkommazahl einzugeben in C, also die Syntax einer Gleitkommazahl in C, die Darstellung von Literalen, bedeutet, dass Sie entweder in der Gleitkommazahl einen Dezimalpunkt oder einen Exponenten verwenden. Also hier mal als Railroad Track, als Syntaxgraph dargestellt. Sie erinnern sich, ein Literal in C ist standardmäßig vom Typ Integer. Das heißt, um eine Gleitkommazahl darstellen zu können, muss ein Literal einen Dezimalpunkt aufweisen oder eben mit einem Exponenten versehen sein. Ich habe mal ein paar Beispiele auf der Folie, was ein bisschen unschön ist, aber das geht hier aus dem Diagramm ganz schön hervor. Punkt 1 ist eine gültige Gleitkommakonstante in C, steht für 0,1. Diese Kurzschreibweise stammt noch aus der Zeit der Lochkarten, wo man jedes Zeichen gespart hat. Also eine führende 0 kann man in C an der Stelle eben weglassen. Ja, das zweite Beispiel 7e für den Exponent minus 9 und das kleine f für die Darstellung einer Float-Zahl. So wie es bei den Integer-Literalen die Suffixe L für Long oder U für Unsigned gibt, gibt es bei den Gleitkommaliteralen f und L, denn standardmäßig ist ein Gleitkommaliteral in doppelter Genauigkeit gespeichert. Das heißt, ein Literal kann ich mit Hilfe des Suffix F als Typ Float oder mit Suffix L als Typ Long Double deklarieren. Ansonsten ist der Typ standardmäßig eben Double. Das heißt hier, die 1000.0 ist keine Integerzahl, es ist jetzt eine Gleitkommazahl vom Typ Double und 1.7 Exponent 4. Das Vorzeichen im Exponent ist optional, kann weggelassen werden. Wir können auch ein E plus 4 explizit ausschreiben. Wir dürfen das E groß oder klein schreiben. Also all diese Schreibarten für Exponenten sind denkbar. Man sieht an dem Beispiel 7e minus 9, dass eben ein Dezimalpunkt nicht zwingend ist, wenn ein Exponent vorhanden ist. Ja, und wie definieren wir Gleitkommavariablen? Nun, wie bisher auch schon getan, wir schreiben den Datentyp davor, benennen die Variable und können optional initialisieren. Also hier unten jetzt die erste Reihe ist vom Typ Double, die zweite Reihe Float, die dritte Reihe wieder vom Typ Double. Gleitkommatypen gehören wie Integertypen zu den arithmetischen Typen in C. Das heißt, wir können mit diesen Datentypen, mit Variablen und Literalen rechnen.
Was ist jetzt der Unterschied zum Arbeiten mit Gleitkommazahlen im Vergleich zu Integer? Nun, selbstverständlich haben wir auf der einen Seite Nachkommastellen zur Verfügung, das heißt, es wird nicht abgeschnitten. Wir können in einer höheren Genauigkeit rechnen. Was die Operatoren angeht, sind die Operatoren, die arithmetischen Operatoren plus, minus, mal geteilt, gleich wie die Integer-Operatoren. Allerdings gibt es keinen Modulo-Operator. Wir haben ja keine Ganzzahlendivision. Das heißt, bei Gleitkommazahlen handelt es sich immer um eine gebrochene Division. Wir können natürlich Gleitkommazahlen nicht bitweise modifizieren. Und es gibt natürlich keine Schiebeoperation, also das Schieben einer Gleitkommazahl auf Bit-Ebene. Sie erinnern sich an das Format aus Grundlagen der Informatik. Das macht natürlich keinen Sinn. Da würden sich ja die ganzen Felder, Vorzeichen, Exponent und Mantisse einfach nur im Speicher verschieben. Wir müssen bei Gleitkommazahlen aufpassen. Das haben Sie auch aus Grundlagen der Programmierung und natürlich Grundlagen der Informatik mitgenommen. Das heißt, die Berechnung darf nur im Rahmen der Stellengenauigkeit erfolgen. Sie können von großen Zahlen keine kleinen Zahlen abziehen. Wenn das über die Stellengenauigkeit hinausgeht, passiert nichts. Das heißt, man muss darauf achten, dass beim Rechnen mit Gleitkommazahlen die Operanden im passenden Wertebereich liegen. Ein schönes Beispiel, was man immer wieder vergisst: Gleitkommazahlen haben ja einen scheinbar großen Wertebereich, also plus minus 10 hoch 38 bei Float. Trotzdem passt eine 32-Bit-Integerzahl nicht exakt in Float. Die Mantisse in Float ist 24-Bit. Das heißt, wenn die Integerzahl mehr als 24-Bit in der Darstellung benötigt, dann ist sie nicht mehr gleichwertig in Float darstellbar. Was Sie auch bereits aus Grundlagen der Programmierung, Grundlagen der Informatik mitgenommen haben, ist, dass eine Gleitkommazahl ja nur ein Ausschnitt der reellen Zahlen darstellt und auch nur eine Teilmenge der gebrochenen Zahlen repräsentieren kann. Das heißt, Gleitkommazahlen sind immer Näherungen und wir sollten deswegen einen direkten Vergleich von Gleitkommazahlen vermeiden. Ein ganz einfaches Beispiel habe ich hier auf der Folie. Also Float F wird gleichgesetzt mit 0,25 Float minus 0,1 mal 2,5 Float. Also mathematisch gesehen ist 0,1 mal 2,5 0,25. Deswegen sollte eigentlich hier eine 0 initialisiert werden. Tatsächlich, wenn Sie das ausprobieren, kriegen Sie eine Zahl ungefähr 10 hoch minus 9 und nicht 0. Das liegt einfach an diesen Näherungswerten. Die 0,25 ist exakt darstellbar, während die 0,1 nicht exakt darstellbar ist. 2,5 ist wieder exakt darstellbar, aber dieses Produkt 0,1 mal 2,5 gibt eben nicht 0,25 in der exakten Darstellung, sondern liegt aufgrund der Rundung etwas daneben und wir bekommen quasi eine Zahl, die nicht exakt 0 ist. Das heißt, Sie sollten nicht nur Gleitkommazahlen nicht direkt miteinander vergleichen, sondern auch nicht den Vergleich mit der Zahl 0 vornehmen. Eine einfache Lösung ist, wenn Sie mit einem Epsilon-Wert, also einem Bereich, arbeiten und prüfen, ob die Zahl in dem Bereich liegt. Dafür definieren wir uns ein sogenanntes Float oder Double Epsilon, was natürlich in dem entsprechenden Zahlenbereich liegen muss, also bei Float eben ungefähr 10 hoch minus 6. Wir können 6 auf 6 Stellen genau rechnen. Das heißt, der Vergleich zweier Zahlen muss eben in diesem Epsilon liegen. Und bei Double haben wir eben 10 hoch minus 15. Das heißt, wir können in dem Bereich 15, 16 Stellen etwa rechnen. Sicher sind wir dann, wenn wir nur 15 Stellen berücksichtigen. Das heißt, hier habe ich mal dargestellt, wenn der absolute Betrag, das ist die F-Abs-Funktion, also F steht für Float und Abs für Betrag, fürs Absolut. F-Abs von F, wenn das kleiner als das Float Epsilon ist, die Zahl, die nahe 0 ist, kann ja leicht negativ sein. Das
Das heißt, wir müssen unbedingt den Betrag bilden. Wenn wir uns vorstellen, wir ziehen zwei etwa gleiche Zahlen voneinander ab, dann kann es natürlich eine kleine negative oder kleine positive Zahl ergeben. Das heißt, wenn es kleiner dem Epsilon ist, dann ist es schätzungsweise 0. Und wenn wir zwei Zahlen vergleichen, dann ziehen wir sie ab, bilden den Betrag der Differenz und prüfen das wiederum. Müsste ja eigentlich 0 ergeben. Wir prüfen den Bereich um die 0. Ja, und der letzte Hinweis, den haben Sie auch schon öfters mitbekommen. Leider verwendet C das gleiche Symbol, den Schrägstrich, als Operator für die Ganzzahlendivision wie auch für die gebrochene Division, für Gleitkommadivision. Deswegen sollten Sie Ganzzahlenausdrücke in Gleitkommaausdrücken vermeiden. Ich habe hier mal das Beispiel, wir hatten das in der letzten Vorlesung 7 durch 8, jetzt hier das Beispiel 5 durch 7. Das ergibt natürlich 0, auch wenn der Typ Double auf der linken Seite steht, bedeutet das, dass der erste Ausdruck ausgewertet wird. Das sind zwei Integer-Literale, das heißt, es kommt die Ganzzahlendivision zum Ausdruck. In der zweiten Zeile, das H wird 5.0 durch 7 dividieren. 5.0 ist eine Gleitkommazahl, das heißt, hier wird auch gleich eine Gleitkommadivision angewandt. Aus meiner Sicht korrekt oder richtig ist das letzte Beispiel. Hier werden beide Operanden als Gleitkommatyp dargestellt. Das heißt, Sie sollten immer gleiche Typen kombinieren, also Double durch Double dividieren oder addieren, multiplizieren etc. und hier keine Datentypen mischen. Standardmäßig verwendet C den umgangssprachlich ausgedrückt genaueren Datentyp, was wir vorhin schon gehört haben, was nicht immer korrekt ist. Das heißt, wenn Sie eine Gleitkommazahl in einem Integer-Ausdruck verwenden, dann wird der Integer-Ausdruck zu einem Gleitkomma-Ausdruck erweitert. Das bedeutet, dass wenn ich Integer-Zahlen und Float-Zahlen zusammenrechne, dann wird mit Float gerechnet. Bedeutet allerdings Lesen von links nach rechts. Das heißt, es werden immer die ersten beiden Operanden ausgewählt. Auch wenn ich jetzt nach 5 durch 7 mal 1,0 schreiben würde, würde trotzdem die 0 erst berechnet, weil es zwei Operanden sind, die Integer-Typen sind. Und erst danach würde eine Float-Multiplikation ausgeführt werden. Aber die würde hier natürlich auch zum Ergebnis 0 führen. Deswegen meine Bitte an Sie, denken Sie daran, in Ausdrücken immer den gleichen Datentyp verwenden. Ja, zum Rechnen binden wir standardmäßig die Maß.h-Bibliothek ein. Unter Linux oder auch einigen Embedded-Systemen müssen Sie dem Linker explizit angeben, dass die Bibliothek hinzugelinkt wird. Es ist eine relativ große Bibliothek, die sehr viel Speicher kostet, deswegen wird sie häufig nicht standardmäßig oder nicht automatisch dazu gelinkt. Die Virtual-C-IDE linkt sie immer automatisch. Ich habe mal einen Überblick über die bekanntesten Funktionen. Es gibt noch ein paar mehr Funktionen. Das sind so die wichtigsten Funktionen, die mir so einfallen, die ich sehr häufig verwende. Das meiste ist offensichtlich Sinus, Sinus Hyperbolicus, Cosinus, Arcosinus, Arcus Cosinus, Arcus Tangens, die Exponentfunktion, also e hoch x, die Powerfunktion, x hoch y, die hat dann zwei Parameter, Logarithmus, Naturalis, die Logfunktion oder zur Basis 10, Log 10 und die Quadratwurzel SQRT, also Square Root, zum Berechnen der Quadratwurzel. Die Funktion in der ersten Reihe, fups, haben wir gerade kennengelernt, zur Betragsbildung. Seal rundet auf, floor rundet ab, wobei es sich hier nicht um kaufmännisches Runden handelt. Floor macht genau das Gleiche, was bei einer Integer-Operation passieren würde. Das heißt, es werden alle Nachkommastellen schlicht abgeschnitten. Also floor 1,2 würde daraus 1,0 machen. Während Seal 1,2 würde auf die 2 aufrunden. Das heißt, sobald die Nachkommastelle ungleich 0 ist, würde
nach oben auf die nächste Integerzahl aufgerundet werden. Und fmod ist die Möglichkeit, eine Ganzzahlendivision mit Rest durchzuführen. Fmod erzeugt also den Divisionsrest, hat zwei Parameter, x und y, und das Ergebnis ist x modulo y. Die hier dargestellten Funktionen arbeiten alle mit dem Typ Double, sowohl als Parameter als auch als Rückgabetyp. Es gibt die gleichen Funktionen auch für einfache Genauigkeit, für Float. Dann hängen Sie einfach an den Namen der Funktion noch ein kleines f als Suffix an, wie zum Beispiel fabs f oder clf, sinf, exp f für Exponent f oder pow f für die Powerfunktion. Ja, ich werde kurz nachher noch an einem Beispiel auf ein paar Funktionen eingehen, aber ich denke, das ist relativ klar, wie man damit arbeiten kann. Kommen wir nun zur Ausgabe von Gleitkommazahlen mit printf. Der Platzhalter für eine Gleitkommazahl ist das f, steht für float, also Prozent 6.2f hier als Beispiel. Bei Gleitkommazahlen, wenn ich nur allein den Platzhalter Prozent f verwendet, wird standardmäßig auf 6 Stellen nach dem Komma ausgegeben. Wir können bewusst die Anzahl der Nachkommastellen steuern. Wir sollten das auch steuern. Das heißt, hier in dem Beispiel werden 2 Nachkommastellen ausgegeben. Man nennt diesen Punkt im Platzhalter die sogenannte Präzision. Das heißt, ich präzisiere damit meine Ausgabe und hier eben auf 2 Stellen genau. Die Gesamtstellen, das ist eher etwas, was untypisch ist, was in der Programmierung verwendet wird. Sie berechnen sich blöderweise aus der ganzen Zahlendarstellung. Das heißt, es wird eventuell ein Vorzeichen und der Dezimalpunkt mitgezählt. Das heißt, hier bei diesem Beispiel, ich gebe 2 Nachkommastellen aus, ich habe einen Dezimalpunkt, ich habe eventuell ein Vorzeichen. Eventuell kann die Zahl also nur 2 Vorkommastellen haben. Das muss man bei der Berechnung hier berücksichtigen. Das heißt, die Gesamtstellenzahl umfasst die Nachkommastellen, Punkt und eventuell das Vorzeichen. Das Schöne und auch das Gefährliche auf der anderen Seite ist, dass printf die Zahlen aufrundet. Das heißt, wenn ich Punkt 2 angebe, dann wird auf 2 Stellen kaufmännisch aufgerundet. Das bedeutet, dass die Ausgabe damit natürlich verschönt wird und das unter Umständen mit fatalen Folgen, wenn die Zahl intern anders abgespeichert ist, als sie der Benutzer in der Ausgabe sieht. Sehr schönes Beispiel ist immer die Mehrwertsteuerberechnung. Also 19% ist ein ganz schlechter Betrag für die Darstellung von Gleitkommazahlen, also 0.19. Wenn ich damit etwas multipliziere, dann ist ja eine fehlerhafte Multiplikation quasi schon inbegriffen. Schön wären 12.5%, die 0.125 wäre exakt darstellbar, dann würden keine Fehler auftreten. Das kann sich natürlich fortpflanzen, wenn ich einen Rechenfehler aufsummiere und immer mehr den Fehler aufsummiere, dann können am Schluss andere Ergebnisse herauskommen, als zum Beispiel der Benutzer in der Ausgabe vorher gesehen hat. Ja, es gibt weitere Platzhalter. Prozent f ist die Darstellung der kompletten Zahl, das heißt, sie wird dezimal ausgegeben auf alle Stellen. Es gilt hier übrigens das Gleiche wie bei den ganzen Zahlen. Wenn ich hier auf nur 6 Stellen ausgeben möchte, die Zahl aber 100 Stellen hat, dann wird sie auf 100 Stellen ausgegeben. Das heißt, Prozent f ist die Dezimalausgabe. Prozent e ist die exponentielle Ausgabe, das heißt, es wird die erste Ziffer, die Nachkommastellen und ein Exponent ausgegeben. Also C verwendet nicht standardmäßig wissenschaftlich Exponenten 3, 6, 9. Es wird quasi immer auf eine Vorkommastelle ausgegeben. Bei Prozent E kann ich auswählen, ob der Exponent groß oder klein geschrieben wird, dadurch, dass der Platzhalter ein großes oder ein kleines E ist. Ich kann noch eine automatische Ausgabe wählen, das ist Prozent G. Die schaltet automatisch um, ob sie Exponentialdarstellung oder Dezimaldarstellung verwendet.
Also typischerweise, wenn Sie über diese sechs normalen Stellen, die für Gleitkommazahlen reserviert werden, ausgehen, dann wird automatisch in die Exponentialdarstellung umgeschaltet. Das ist relativ einfach, wenn ich weiß, ich habe große Zahlen und ich möchte nicht allzu viel Platz für die Dezimalstellen reservieren. Bei der Ausgabe von Gleitkommazahlen mit printf ist es unabhängig, welcher Typ die Gleitkommazahl ist. Das heißt, ich kann mit %f sowohl Float als auch Double-Zahlen ausgeben. Ich muss nicht wie bei Integer einen typspezifischen Modifizierer verwenden, wie zum Beispiel das L für Long oder das H für Short. Float und Double werden automatisch ausgegeben, was daran liegt, dass C automatisch auf Double konvertiert, wenn eine Ellipse vorliegt. Das heißt, wenn ich einen Parameter an eine Funktion mit variabler Anzahl von Argumenten übergebe, dann wird eine Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit automatisch in Double konvertiert. Deswegen brauchen wir hier nicht unterscheiden. Für die Eingabe von scanf ist die Unterscheidung allerdings ganz wichtig. Da unterscheiden sich die Platzhalter jetzt ganz massiv zwischen printf und scanf. %e oder %f, %g lesen float, während das L reserviert ist zum Einlesen von Double, also %le, %lf, %lg liest Double. Bei den Platzhaltern ist es dabei egal, wie der Benutzer die Zahl eingibt. Also ich verwende standardmäßig immer das %f. Man kann genauso %e oder %g verwenden, egal welchen Platzhalter Sie verwenden. C liest immer eine Zahl von Tastatur ein, die einer C-Repräsentation der Gleitkommazahl entspricht. Außerdem ist es dem Benutzer auch erlaubt, eine ganze Zahl, also eine Integer-Konstante einzugeben. Ich kann also statt dem Dezimalpunkt oder Exponenten auch eine ganze Zahl eingeben. Sie wird dann durch scanf in eine Gleitkommazahl formatiert. So, wir schauen uns auch das Einlesen mit scanf nachher nochmal kurz in der Virtuell-C-IDE als Beispiel an. Ich finde eine sehr schöne Funktion, die A2F-Funktion zum Konvertieren einer Zeichenkette in eine Gleitkommazahl. Es ist meiner Meinung nach oft einfacher, eine Eingabe erst komplett einzulesen und sie dann zu analysieren und nicht gleich mit scanf den Benutzer auf eine spezielle Eingabe zu zwingen. Das macht oft die Fehlerverarbeitung einfacher und dann kann ich eine Textzeile einlesen und dann zum Beispiel mit A2F diesen Text in eine Gleitkommazahl konvertieren. Die Funktion hat einen Haken, genau wie A2I oder A2L. Wenn sie nicht konvertiert, liefert sie einfach die Zahl 0 zurück. Und 0 kann natürlich eine gültige Eingabe sein. Wir werden später, wenn wir uns mit Strings beschäftigen, auch noch Konvertierungsfunktionen kennenlernen, die das Konvertieren erlauben und auch eine Fehlerrückmeldung geben, also ähnlich wie scanf, zurückmelden, wenn die Konvertierung nicht erfolgreich war. Wir schauen uns jetzt gleich im zweiten Teil noch ein paar Beispiele in der Virtuell-C-IDE an, dass Ihnen bewusst wird, worauf Sie beim Arbeiten mit Gleitkommazahlen achten müssen und natürlich generell, wie Sie mit Gleitkommazahlen arbeiten können. Bis gleich im zweiten Video.